Hallo zusammen, mein Name ist Viola Schäfer, ich bin Marktmanagerin R&D bei Pfeiffer Vakuum. Mein Job ist es, Kunden im Bereich Wissenschaft und Forschung zu beraten, die Vakuumtechnologie für ihre Experimente benötigen. Wir befinden uns gerade an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, wo unsere Produkte unter anderem in der Weltraumforschung eingesetzt werden, zum Beispiel für Experimente für die internationale Raumstation ISS. Heute treffen wir die Professoren Thoma und Klar. Sie werden uns einen Einblick in ihre Forschung geben und erläutern, warum Vakuumtechnologie so eine wichtige Rolle für sie spielt. Mein Name ist Markus Thoma, ich bin Professor für Plasma- und Raumfahrtphysik an der Justus-Liebig-Universität Gießen und wir befassen uns mit Plasma-Experimenten. Plasmen sind ionisierte Gase und wir interessieren uns insbesondere für komplexe Plasmen. Das sind Plasmen, in die man kleine Staubkörner oder Mikropartikel einbringt. Die laden sich auf und zeigen komplexe Phänomene, wie zum Beispiel Kristallisation. Vakuum ist notwendig bei vielen physikalischen Experimenten, sowohl im Labor als auch auf der ISS, wie zum Beispiel Quantenexperimente, aber auch materialphysikalische Experimente oder eben auch bei Plasmaexperimenten. Außerdem kann man damit die Weltraumbedingungen simulieren. Das PK4-Experiment ist ein Experiment auf der ISS zur Durchführung oder zur Untersuchung von komplexen Plasmen. Es besteht aus einer langen Glasröhre, etwa 80 cm lang. An den Enden befinden sich Elektroden. Es wird ein Gas eingelassen, Argon oder Neon. Dann wird das mithilfe der Elektroden das Plasma gezündet und anschließend werden Mikropartikel eingestreut. Diese Mikropartikel werden dann beleuchtet mit einem Laser und mit Kameras aufgezeichnet. Und auf diese Art und Weise können wir dann die Struktur und Dynamik von komplexen Plasmen auf der ISS untersuchen. Vakuum ist notwendig, weil wir wie in den meisten Plasma-Experimenten niedrige Drücke haben, etwa ein Tausendstel des Atmosphärendrucks. Und deswegen müssen wir die Vakuumkammer erstmal oder die Plasmakammer erstmal evakuieren. Und außerdem ist es so, dass wir am Anfang des Experiments sehr gute Bedingungen brauchen, sehr niedrige Drücke, um gute Experimente durchführen zu können. Das heißt etwa 10 hoch minus 5 Millibar. Vakuumtechnologie ist unverzichtbar für viele physikalische Experimente, auch um die Bedingungen des Weltalls hier auf der Erde zu erzeugen. Das heißt, wir brauchen Vakuumtechnologie auch dann, wenn wir Ionentriebwerke für Satelliten testen wollen. Hinter mir sehen Sie eine große Kammer mit Turbopumpen, in der genau diese Tests durchgeführt werden. Was hier im Detail passiert, erklärt uns jetzt Professor Klar. Mein Name ist Peter Klar, ich arbeite hier als Professor an der Justus-Liebig-Universität und bin verantwortlich für unsere Aktivitäten im Rahmen der elektrischen Raumfahrtantriebe. Was sich gezeigt hat, ist, dass überhaupt elektrische Antriebe einfach sehr viel mehr Flexibilität im Weltraum ermöglichen als klassische chemische oder Kaltgasantriebe. Vakuum spielt eine ganz große Rolle, auch in dieser Forschung, aber im Gegensatz zum PK4-Experiment, wo es eben darum geht, vor allen Dingen Effekte der Schwerkraft zu überwinden, ist es hier wirklich nur, dass wir eine Testumgebung brauchen, die dem Weltraum entspricht. Das heißt, wir wollen zum Beispiel den Triebwerksstrahl genau vermessen. Und die Ionen, die hier austreten aus so einem Ionentriebwerk, haben etwa Geschwindigkeiten von 20 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, Schwerkraft spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Wenn wir über diese Teststrecke von 5 Metern fliegen, dann sackt das dabei nur weniger als ein Mikrometer ab. Wir brauchen das Vakuum, um wirklich die Weltraumbedingungen zu sicherzustellen. Denn so ein Triebwerk ist ja nichts anderes als ein Leck in so einer Vakuumkammer. Das heißt, man braucht so ein gutes Vakuum wie im Weltraum. Dafür braucht man gute Pumpen. Und nur wenn dieses Vakuum wirklich gut ist und den Weltraumbedingungen entspricht, kann man eben auch die Eigenschaften des Triebwerks vermessen, so wie es diese im Weltraum haben wird.